Ja Leute, was geht denn da? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, euer Gamer-Bruder. Heute gibt es ein kleines, aber feines Special hier rund um die Weihnachtstage. Und zwar ein R9 vs. Pelé Squad Builder Battle. Und wer darf da nicht fehlen? Es sind die Teasies. Die Teasies! Ich weiß nicht, was uns hier geritten hat, aber es ist halt Weihnachten, die Zeit der Liebe. Und haben wir gedacht, komm, wir gucken mal bei dir vorbei. Auch wenn letztes Jahr an Weihnachten sind wir böse rutschen gegangen. Oh, stimmt. Geisteskrank. Das weiß ich, wo wir vor Weihnachten hier aufgenommen haben. Auch so ein paar Aufnahmen sind so gebrochen hier rausgelaufen. Ja, da haben wir gegen Eli verloren, gegen Erne, ich glaube gegen Broski. Ja, gegen alle haben wir verloren. Ja. Freunde, das ist passiert. Da muss man durch. Wenn ihr das Special fühlt, lasst ein Like da. Ich hoffe, ich weiß noch nicht, wann das Video kommt. Weihnachten wird bei euch gut oder war hoffentlich gut. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu diskutieren. Wir nehmen bei den Teasies auch noch ein SBB auf. Müssen wir halt gucken, ob das funktioniert. Nicht, dass da schon einer eine Karte discardet hat, ne? Ja. Muss man mal ganz offen und ehrlich sagen. Wir könnten ja dann auch so ein Bronze-Pelé stellen oder so, oder? Gibt's. Ja, ist auch gut. Weil First Owner tut ja auch nicht weh. Starten wir rein oder was? Wir können ja, starten wir rein. Hier bimmelst du mal irgendeine kleine Tür aufgemacht da unten, aber jo. Okay. Sollen wir reinhalten? Wir halten rein, hopp, auf geht's. Ich spiele einen Perfect Link auf den Flügelpositionen. Hab mir da zwei Holländer eingepackt. Und zwar Bergwein und auf der rechten Seite auch ein Berg, Berghuis. Okay. Bist du mit Chinola gegangen und Rodrigo? Rodrigo Salada. Okay. Ich dachte, wir ein bisschen mehr möglichen, Herne, oder? Provozier Herne bitte nicht. Ja, okay. Okay, was hast du bei uns aufgeschrieben? Dann ZOMST oder was? Ja, sicher. Okay. Dann gehen wir vorne in den Sturm. Da haben wir eine Hero gezogen. Fernando Morientes steht da vorne drin. Sparkurs ist ein Grünschatz oder was? Und im ZOM steht ein Ribéry. Hohlebreaker. Wie Charlison Neymar. Ah, guter Call. Versucht. Geht's weiter mit LMZM, RM bei uns und bei Broski ZMZM, ZOM. Was kann ich euch Schönes anbieten? Sollen wir reinhalten? Okay, wollt ihr reinhalten? Wir halten reinkommen. Okay, ich guck noch mal ganz kurz, was ich hier Schönes hab. Zeig mal, so gezaubert hast, ne Herne. Oh. Das war's. Im ZOM gehe ich mit Baguetta. Im ZM gehe ich mit einer Karte, die preislich ein bisschen rutschen gegangen ist, nachdem Brasilien rausgeflogen ist. Boah, Bruno Guimarães. Und im rechten ZM gehe ich mit Hullet. Fuck, die wollten wir noch aufschreiben, Digga. Klaassen, Petri, Zidane. Ich halte genau jetzt rein. Wir spielen links. Hernandez. Raus. Wir spielen rechts. Ikoné. Hier, Timo, soll ich nimmern? Den da oben oder den anderen? Den. Okay, weil den anderen hat er vielleicht, ne? Petit. Raus. 2 von 3. Petit, Dembélé, Hernandez. Bronzekeeper packen wir auf die 6. Bronzekeeper auf die 6. Digga, wir wollten Vieira nehmen. Ja, dann, Bamus! Du hast Vieira. Wir wollten eigentlich unseren Vieira spielen und dachten, den hast du, nimm den dafür. Ja, wir lassen uns mal drinstehen und stellen dann danach rein. Scheiße, ich wollte sogar erst noch die Kunde aufschreiben. Das ist ein Bruch. Bruch in Grünstadt. Digga, bei uns ist, ich bin ehrlich, bei uns ist ja eigentlich schon, unser einziger ZDM ist weg. Ein Torhüter. Ja. Der einzige Mann, der da ZDM verteidigt, das wird. Und dann sagt mir mal, wen ihr auf den Außenverteidigerpositionen habt. Okay, hältst du rein. Ja. Wir spielen Koundé und Alba. Hm. Mondi und Dodo. Boah, Gott sei Dank, wenigstens etwas. Gut, wir halten auch rein. Da bin ich mal gespannt. Oh, ich weiß gar nicht, was ich spiele. Das ist dreckig. Kleine Drecksau. Acuña Montiel. Frimpong Lodi. Aber jetzt muss er aber doch ganz schön Brot nach Hause bringen, der Mann. Denn ich bring Brot nach Hause. Jetzt muss der Mann ja aber geisteskrankes Brot nach Hause bringen. Haben wir die richtigen aufgeschrieben? Setz dich gleich mal eine Minute damit auseinander und dann merkst du, wie einfach das einfach ist. Lukas, Paquetta hat einer bis jetzt, ne? Ja, brauch noch einen Premier League-Spieler und einen Brasilianer. So, Acuña Montiel braucht einen La Liga und die Ajax Boys brauchen entweder holländische Liga oder holländische Nation. Das ist echt easy. Ja, überlegen wir uns gleich. Drecksau, du eklige, wirklich. Hopp, wir sehen uns gleich. Und das zu Weihnachten, ist easy. Du Drecksau. Ja, ist easy. Bei euch mit eurem französischen Bumsquad da drüben. Ja, wir sind hier ganz schön durchgedeckelt, mein Freund. Merks. Es gibt viele Alternativen. Das ist aber wirklich auch schwer. Komm, halten wir gleich rein, Gesundheit. Ja, komm, wir halten rein, ich will's wissen. Ganz sicher. Ja. Ganz sicher. Ja. Rechter Innenverteidiger. Eder Militao. Linker Innenverteidiger. Geht die Sparflamme an. Das ist Nathan Ake. Oh, und im Tor steht
World Cup Hero Ocampos. Geisteskrank, ne? Ja, GG. Wir hatten alle Kombinationen hatten wir durch. Am Ende haben wir uns entschieden für Marquez, Fabinho und Passwehr im Tor. Gab 1000 Kombinationen, ne? Full Team. Aber siehst du, das war gar nicht so schlecht, überall so einen kleinen Tacken offen zu lassen, ne? Nee, das war geisteskrank gar nicht so gut. Verkehrt, Alter. Das war geisteskrank gut, weil es war am Ende gab es jetzt 1000 Lösungen, um das zu machen. Du hättest mit einem Timber gehen können und dann mit Van Dijk und dann Alisson ins Tor. Ja. Du hättest wirklich unendlich viele Kombinationen. Das war echt, das Mascherano noch nehmen können. Das war echt big, muss man sagen. Muss man auch an Weihnachten mal den Hut ziehen. Ja. Muss sagen, ist mir auch beim Teambau nur zufällig so entgegengeflogen. Ich habe es auf einmal gemerkt, oh, ist nice. Ich sag sogar, ich gehe sogar so weit, ich sag, das war bis jetzt mit Abstand das kreativste Team. Ja, der beste Move. Beste Move, weil wir haben uns... Dankeschön. Muss ich dir ehrlich sagen, wir haben uns ein bisschen verzettelt, weil wir, unser Ding Mittelfeld wäre zwar geil gewesen, aber das Problem ist, dadurch, dass ja Ribéry da stand, war das zu durchsichtig. Ja. War das zu durchsichtig. Weil Ribéry halt, Ribéry kannst du den Link halt nicht über den Verein holen. Du musst halt voll Franzosen oder Wir haben das Ding ein bisschen anders gedacht, dass man am Anfang nur Stürmer nimmt und wir dann das ganze Mittelfeld machen, dann wäre es geil gewesen. Und wir haben noch einen kleinen Fehler auch in unserem Team gehabt und haben nicht so weit gedacht, wir wollten eigentlich Vieira nehmen, hatten Angst, das war 50-50 dass halt, du den halt hast und ich dachte, dann nimm mal lieber Ding. Egal, hältst du dein Board rein? Ja. Wir spielen Thiago Silva, Koulibaly und... Mondi. Thiago Silva, Koulibaly, Mondi. Ach, ist Koulibaly, Mondi ein Perfect Link? Ach, nee, oder? Ja. Sind die nicht auf Fullcamp? Die sind doch gar nicht auf Fullcamp, oder? Doch, sind Fullcamp. Koulibaly, Road to the Final. Wie kommen die denn auf Chemie? Ja, das ist doch alles Chelsea. Alles Chelsea. Koulibaly, Thiago Silva. Der verarscht uns, die dumme Sau. Nein, nein, ich hab die ehrlich nicht. Wen hast du aufgeschrieben? Kimpembe, Marquinhos, Lafont. Ja, doch, das ist ein Perfect Link. Deshalb funktioniert Mondi, Koulibaly. Okay, gut. Ja, ich war nur gerade, ich habe voll vergessen, dass sie einen Perfect Link haben. Ja, stark. Wir machen uns Pause mal rein. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, Alter. Aber ich hatte voll, weil ich hatte erst an Thiago Silva gedacht, weil ich dachte mir, ja gut, in Brasilien-Nation kannst du da easy mitnehmen. Aber ich hatte vercheckt, dass Mondi, Koulibaly halt so ein Perfect Link ist. Auf den hatte ich gar nicht geachtet. Deshalb, die Jungs. Nice. Nice, nice, nice. Golo, 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 Touré, Bronze, Bronze, Bronze. Ja. Egal, der scheiß Rivaldo da vorne, der darf nichts können, oder? Scheiß Rivaldo, das ist halt noch ein Rüllet im Mittelfeld. Boah! Digga, was ne Jahrhundert, was ne Jahrhundertgrätsche. Sehr schön. Okay, was krieg ich die Rüllet? Was macht Rüllet in der Mitte? Anfall kurz in die Digga, warum passen wir denn aber so dumm? Ich wollte einfach nur querlegen. Schieß! Ja, Digga, aber es wäre so gut gewesen, in den Rückraum zu passen. Oh mein Gott. Nein, das ist aber eklig. Das ist aber eklig. Das aber ich nehm's. Aber ich nehm's. Das soll ich mich jetzt entschuldigen? Ich nehm's, Digga. Wenn's am Ende ein Pelé-Discard bedeutet, ist es voll okay für mich. Ja! Ja! Da ist er, der Rivaldo! Guckt ihn euch an! R8! Mann, der Mitte. So viel Hass drin heute, Freunde. Verzeiht's mir. Ja, perfekt. Es tut mir leid. Liebe YouTube-Zuschauer, es sind heute Sachen außerhalb von Aufnahmen passiert, dass hier Hass mit drin ist, ja? Okay? Gut. Fuck. Nur mal so zum Klarstellen. Okay, gut. Passt, Timo. Ach du Scheiße. Oh Gott, Timo! Ach du! Ja! Was war das? Ich hatte noch einen Lupfen gedrückt. Digga, was ist das? Willst du mich verarschen oder was? War das ja die Ronaldinho-Challenge? Digga, was ist das? Also, das ist ja... Hä? Was macht der? Warum? Wir köpfen der das Ding ins eigene Nest. War das gerade die Ronaldinho-Challenge? Erst Latte und dann... Montiel, du scheiß Imposter. Also... Das ist halt da hinten bei uns. Das ist halt bodenlos. Der Scheiß. Also, der Scheiß, mein lieber Herr R8, muss. Eieiei. Wow. Chance an sich, damit die Kette. Let's go! Let's go! Auf die Kette, ne? Dann ist er halt dann auch gut, wie er ist. Das ist Torwart. Oder wer ist das? Nein, das ist Morientes. Torwart kommt aber. Ach du Scheiße.
Du, der kleine Ach, Mann, du Scheiße. Über Luft, Digga. Ach du Scheiße! Ich habe gerade 1,74 Meter ins Loch geschickt. Abseits. Nein! Luft! Du Drecksau, ich hätte beide wirklich gelupft, ne? Du Drecksau. Für den sicheren Pelé brauche ich noch einen. Boah, krank. Stark. Krank. Wirklich krank. Absolut krank. Och, Männer. Komm, nochmal zu, nochmal zu. Och, Männer. Vier Stück. Ja, wir müssen kurz die Tür aufmachen, es hat geklingelt, aber... Ja, ich habe umgestellt. Ich mach mal kurz hier noch die Bank. Ja, ich, Moment, ich mach kurz hier noch die Bank weg. Oh, ich will ihn haben. Ich will ihn so haben. Ah. Wo stellt man einen Pelé hin? Vier Stück. Wo habt ihr den hingestellt? Gib mal einen Tipp. Ich sag dir gar nichts. Also ich kann sowas eh nicht. Ich bin kein Timau. Ich sag auch nichts dazu. Mach einfach bitte nur schnell. Ich fang, glaube ich, an mit dem... Linker Stürmer. Ja. Rechter Stürmer. Ja. Ist es schon vorbei? Vorbei? Ja, komm, mach weiter. Tor. ZTM. Und RV. Ja! Oh mein Gott! Was hab ich gefragt? Oh Gott! Ich bin im Tor. Halt's Maul. Du bist so ein Drecksack. Du bist so ein dreckiger Drecksack. Warum machst du so spannend und sagst doch nichts? Digga, du hast Torwart gesagt, ne? Ich hab gedacht, das war's, Digga. Ich hab gedacht, das nehme ich dir nicht mehr auf. Das ist doch gut. Was getroffen, Mann, die ihr habt den Wichser wirklich ins Tor gestellt. Gigi hat mich auch angeguckt, glaube ich, noch ganz wichtig. Digga, ich wollte ihn umbringen. Ich wollte ihn umbringen. Ja, aber gut, dass ich ihn noch nicht stehen lassen habe dort vorne. Ja. Sag ich dir ehrlich. Pausemann, diskardisch. Kunde auch nicht so geil. Einfach ins Tor gestellt, ist das vielleicht? Alles scheißegal. So, Freunde, Diskarden. Sind zufrieden. Ne? Jetzt können wir es wegschießen. Ganz ehrlich, wir haben heute an diesem Tag so viel diskardet, dass wir die Maria mittlerweile abgeschlossen haben. Ne? Das kann es eigentlich kein Mensch erzählen. Viel zu teuer auch noch gemacht. Ja, schöne Feiertage für euch. Bleibt sauber. Macht's gut, ciao, Freunde. Ciao. Ich bin froh, dass ich R8 behalten durfte, aber hat mir trotzdem auch ein Pelé auf der anderen Seite fliegen gewünscht. Geiles Bild auch von der Maria. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Frohe Weihnachten.